Oh mein Gott! Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es komplett nur um die Grube. Ich werde euch alles genau erklären zur Grube, wie das funktioniert, ab wann das freigeschaltet ist und was ihr dort drin machen müsst. Also, die Grube findet ihr in Kerriga. Das ist eine Stadt im zweiten Akt oberhalb vom zersplitterten Gipfel in Scotsglen. Und hier findet ihr so einen Obelisken. Diesen Obelisken könnt ihr aufmachen auf Weltstufe 4, vorher nicht. Bedeutet, hier habt ihr erst Zugriff auf Weltstufe 4 und wenn ihr Level 100 seid und ein Nightmare Dungeon Stufe 45 abgeschlossen habt. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass ihr überhaupt diesen Obelisken betreten könnt. Und wie einige von euch schon wissen, im Obelisken bekommt ihr die Items, womit ihr eure Waffen bei der Vollendung leveln könnt. Dazu gehört nochmal ein anderes Video, aber dass ihr schon mal gehört habt, ihr bekommt in dem Obelisken, das ist der Grund, wieso wir das überhaupt machen wollen, die drei Schmiedematerialien, um eure Waffen und eure Gegenstände zu leveln und zu vollenden und das bis Level 12, weil es einen extremen Boost gibt. Das Ganze könnt ihr aber erst machen auf Weltstufe 4, auf Level 100 und wenn ihr einen Nightmare Dungeon Stufe 45 erfolgreich abgeschlossen habt. Wenn ihr dann diesen Obelisken hier ansprecht, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Stufe auszuwählen. Ganz am Anfang ist natürlich Stufe 1, das werde ich hier auch einmal zur Demonstration machen, damit ich hier nicht... Hier kann man übrigens sehen, Tier 5 wäre Nightmare Dungeon Tier 50 und hier Tier 1 ist die Monster Level 100. Sollte man auf jeden Fall easy schaffen, wenn man schon Nightmare Dungeon Level 45 geschafft hat, beziehungsweise Level 100 ist. Das Ganze machen wir mal auf. Um das aufzumachen, braucht man ein Item, was ihr aber unfassbar oft in der Overworld findet. Ich werde euch das einmal zeigen, damit ihr es mal gehört habt. Das ist der Runenshard. Übrigens, vieles noch auf Englisch, weil das ja hier der PTA ist. Wird natürlich alles noch später auf Deutsch übersetzt werden. Und wenn wir dann in diesen Pit reingehen, dann habt ihr eine ähnliche Ansicht, wie es beim Schlachthof der Fall war. Ihr habt hier genau über meinen Kopf eine Ansicht, wie viel ihr schon gesammelt habt, also Gegner besiegt habt, und eine Zeitangabe. Die Zeitangabe bestimmt auch, wie gut der Loot am Ende ist, das werdet ihr am Ende sehen. Wenn ihr unter 4 Minuten seid, gibt es den besten Loot, unter 6 Minuten Mittelloot und über 6 Minuten gibt es ja den schlechtesten Loot. Dann seht ihr ein Penalty von 30 Sekunden, wenn ihr sterbt. Bedeutet, wenn ihr sterbt, ist nicht so wie damals beim Schlachthaus, dass ihr rausgeschmissen werdet und neu starten müsst, sondern ihr könnt ganz normal weiterspielen, kriegt aber ein Penalty, die Zeit oben, kriegt 30 Sekunden on top. Wenn ihr dann wieder sterbt, kriegt ihr 60 Sekunden, wenn ihr wieder sterbt, 90 Sekunden und immer so weiter, immer 30% mehr. So, ich renne jetzt hier einmal mit euch durch. Ich spiele hier natürlich mal wieder den Pulverisieren-Druiden, ist natürlich mein Lieblingsbild, aber ich kann euch schon mal sagen, der Barbar ist natürlich wieder komplett on crack. Es gibt einige Klassen, die aktuell zumindest extrem unbalanced sind. Der Pulverisieren-Druide fühlt sich da schon eher so an wie so ein... Ich habe es gestern geil verglichen mit einem Auto von 1990. Ohne irgendwelchen Techniken Schnickschnack. Und so ein Barbar ist ein Tesla, der euch links auf der Autobahn mit 300 überholt. Also... der Pulverisieren-Druide, ich bin gespannt, was dabei noch rauskommen kann beim Pulverisieren, aber der fühlt sich sehr altbacken aktuell an, aber der ist auch bei weitem noch nicht hier bei der maximalen Leistung. Aber wie ihr seht, wenn ihr hier Gegner besiegt, dann gibt es, wird die Leiste gefüllt und alles andere ist eigentlich recht ähnlich zum Schlachthaus oder zu einem normalen Nightmare Dungeon. Ihr besiegt hier einfach Gegner, lauft hier durch, dürft nicht sterben. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Spannend wird es dann erst am Ende wieder, wenn wir den Dungeon geschafft haben. Wenn ihr dann die Bar oben voll habt, dann erscheint hier so ein Teleporter. Der bringt euch dann zu einem random Boss. Das kann jeder Boss, der es im Spiel gibt, sein. Und dem einen oder anderen wird schon auch gefallen sein. Es fallen keine Items, es fällt kein Gold, es fällt gar nichts. Items und auch Loot gibt es erst hier ganz am Ende. Und hier seht ihr schon, es gibt Ring 1, das ist ganz gut, aber auch noch für ein anderes Video. Wir haben so einen Stygian Stone und einige Items. Und hier einmal eine Bonustruhe und dort ist dieses normale Metall drin, was ich meinte, diese Eier, womit ihr eure
Items, eure Gegenstände von Level 1 bis 4 hochleveln könnt. Diese Stygian Stones werden in eurem Inventar platziert und sind dafür zuständig, höhere Versionen von Endbossen zu besiegen. Das werde ich euch nochmal in einem extra Video zeigen. Bedeutet Varshan, Gregor, Icebeast, Duriel, Lord Seer und Andariel könnt ihr in einer stärkeren, höheren Stufe mit diesen Steinen herausfordern. Zusätzlich werden dann auch die normalen Materialien erhöht. Bedeutet zum Beispiel für einen Duriel braucht ihr da nicht 2, sondern 10 Scherben und 10 Eier. Beim Schmied will ich nicht zu viel drauf eingehen, aber ihr seht schon, beim Schmied habt ihr die Möglichkeit, ein Item zu leveln mit den Schmiedematerialien wie sonst, plus dem Schmiedematerialien, was ihr aus der Grube bekommt. Die Grube könnt ihr übrigens auch im Multiplayer spielen, das heißt zu 2, zu 3 und zu 4. Ihr kriegt auch alle eine Belohnung am Ende des Dungeons, aber der den Dungeon aufmacht, bekommt die doppelte Menge an Belohnung, beziehungsweise die anderen bekommen nur die Hälfte der Belohnung von den Schmiedematerialien. Der Rest der Belohnung ist gleich, aber die Schmiedematerialien sind halbiert beziehungsweise verdoppelt für den, der das Dungeon aufmacht. Ich habe gestern einige 70er, 80er Stufen gemacht und ich muss sagen, die Unique Drop Chance war relativ gering. Ich habe insgesamt von ungefähr 15 Runs oder 20 Runs nur 2 Uniques gesehen, die gedroppt sind. Also die Chance dort Uniques rauszukriegen ist nicht extrem hoch, aber auch nicht extrem klein. Ich glaube, ist ganz okay. Übrigens, die ganzen Drop-Chancen werden sich in Season 4 nochmal ändern. Die sind für den PTA auch erhöht worden. Das heißt, hierzu kann ich noch keine finale Stellungnahme machen zum PTA. Da kann sich auch, wie gesagt, wie immer noch einiges dran ändern. Das war eigentlich alles, was ihr zur Grube wissen müsst. Ich hoffe, damit seid ihr gewappnet dann für Season 4. Das bedeutet, Voraussetzung ist diese Runenchart, Level 100, Nightmare Dungeon Stufe 45 und Weltstufe 4. Und dann könnt ihr in diesen Obelisk rein. Und im Obelisk habt ihr 10 Minuten Zeit. Und am Ende gibt es Loot und einen Endboss, der wirklich nicht allzu schwer ist, aber ganz cool ist. Zu dem Boss gibt es dann auch, das habt ihr vielleicht gerade nicht gesehen, weil ich den zu schnell besiegt habe, einen Schatten. Und dieser Schatten kann auch nochmal random jeder Boss sein. Ich habe mir sagen lassen, das könnte auch Lilith sein, die One-Shot-Attacken drauf hat. Also könnte es auch sein, dass man ganz am Ende richtig Pech hat und dann nochmal dann One-Shot-Lilith als Boss hat. Aber hatte ich jetzt in meinen Runs bisher nicht. Kann aber durchaus vorkommen. Ja, wenn ihr nichts verpasst haben wollt zu dem PTA und zu Season 4, würde ich natürlich sehr über ein Follow freuen. Da werden in den nächsten Tagen noch einige Videos zu kommen. Einmal habe ich geplant, ein Video komplett zur Höllenflut zu machen, weil da hat sich alles möglich geändert. Höllenflut meiner Meinung nach so ein wenig der Gewinner des Updates. Ich würde gerne nochmal ein gesondertes Video machen zu allen Endbossen, euch Andariel zeigen und die stärkeren Versionen von den Endbossen und auch ein komplettes Video zum Schmied und was mit der Vollendung komplett auf sich hat und der Härtung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.